Schwindel zum Teufel nochmal. Ich bin ein Ritter und du bist mein Schlachtross. Ich bin kein Schlachtross, ich bin ein alter Mann, will meine Ruhe haben zum Donnerwetter. Was? Soll ich schon Frühstück machen? Wenn du langsam machst, meinetwegen. Geht wieder, Blitz! Nein, lass dir Zeit! Machen. Wenn du so leise sprichst, kann ich dich nicht verstehen. Durcheinander. Was liest du denn nach? Ein Buch. Du sollst die Hefte liegen lassen. Wie heißt das Buch? Davon verstehst du ja doch nichts. Ich möchte es aber gerne wissen. Psychopathologie des Alltags. Bist du jetzt klüger? Sind da Bilder drin? Nein. Darf ich zu dir ins Bett kommen? Oh, kann man denn in dieser verrückten Familie nicht mal am Sonntag Ruhe haben? Geh zu Becky. Haben, die liest in einem Buch. Und was für ein Buch? Über Psycho, Loco, Loco, irgendwas mit Lokomotiven. Ach du großer Gott, und das am Sonntag um 7 Uhr. Die spinnt. Ich bin auch wieder beim dir im Bett, du nicht zurück. Auf. Das Schäfchen. Du Bett ist doch so schön. Ich muss jetzt Mami wecken. Morgen, Mami. Ja. Guten Morgen. Wo ist denn Papi? Auf dem Dachboden. Hat er dort geschlafen? Ja. Warum denn? Weil es ihm Spaß macht. Was ist denn? Was willst du? Warum schläfst du denn hier oben? Kann ich denn nicht schlafen, wo ich will? Es ist ziemlich kalt hier oben. Ja, saukalt. Bei Mami unten im Bett ist es schön warm.
Das freut mich zu hören. Geh, Lord, bitte. Halt den Mund, Gellert, ist dein Ei. Was hat er gesagt? Jocelyn hat heute nicht bei seiner Frau geschlafen. Wie dumm von ihm. Mein Ei stinkt. Wo hat er denn geschlafen? Auf dem Dachboden. Aber du musst doch schrecklich kalt gewesen sein. Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Du solltest dich schämen vor dem Kind. Oh, was habe ich denn gesagt? Mein Ei stinkt fürchterlich. Ja, es ist schlecht. Warum hat denn Jocelyn auf dem Dachboden geschlafen? Wahrscheinlich hat May ihn rausgefeuert. Ist ja gar nicht wahr. Ist mir zu bunt geworden, da bin ich gegangen. Oh nein, mein Schatz. Ich hab dich rausgeschmissen. Bitte. Wenn du meinst. Mahlzeit. Na, dann vergnügten Sonntag. Stimmt. Das hast du mit deiner Frage ja schon getan. Worum geht's denn? Ich erwarte Besuch. Ich habe jemanden zum Abendessen eingeladen. Wer ist das denn? Kenne ich Sie? Das ist ein Herr Roberts. Ein Mann? Ich gratuliere. Was hat sie gesagt? Dass sie einen Kerl zum Abendessen eingeladen hat. Ach, Peter kommt. Wie schön. Das ist ein netter Junge. Aber Marigold, Peter ist doch Beckys Freund. Hast du jetzt auch einen Liebhaber, Rosi? Er ist nicht mein Liebhaber. Bob ist ein Kollege von mir. Er unterrichtet in den Oberklassen. Wir interessieren uns beide für Psychologie. Nun sind befreundet, aber ohne jede Albernheit. Sex ist keine Albernheit. Jedenfalls spielt das zwischen uns keine Rolle. Schade, es wäre gut für dich. Rosi auf Liebesfaden. Es wird auch Zeit. Komm, beeil dich, du musst Abdullah füttern. Ich wollte euch das nur mitteilen, damit ihr nicht überrascht seid. Ach, so her, so. Nanu? Wieder hat er seinen Apfel nicht aufgegessen. Frühstück, Abdullah. Bessie, Wasser. Bessie. Bessie, ich bin nicht so gut. Bessie. Tag, Gellert. Tag, Willi. Macht Spaß? Was machst du denn hier? Ich hab auf dich gewartet. Komm mal mit. Wohin denn? Das wirst du schon sehen. Ich will dir was Schönes zeigen. Ein andermal, Will. Ich muss nach Hause. Mami, ich geb dir Feuer. Ja. Na, ich kann mir wohl noch eine anstecken. Der Nebel wird immer dicker. Ich wette, Tante Roses Liebhaber kommt nicht. Wie
Wenn er überhaupt herfindet, dann kann er nicht mehr nach Hause fahren. Dann schläft er bald. Geh, Lord. Hör auf, dein Vater kommt. Ach, immer hast du Angst vor ihm wie ein kleiner Junge. Ich wette, der ist in Ebel an einen Baum gefahren. Hey! Geh, Lord, Schluss damit. Immer noch Hunger? Entweder hat er keine Lust zu kommen oder hat einen Unfall gehabt. Oder beides. Gelot, du gehst jetzt zu Bett. Ich wollte doch dann Roses Besuch noch guten Tag sagen. Sag gute Nacht, es wird zu spät. Komm. Ja. Nacht, mein Kleiner. Nacht. Nacht? Wenn der Nebel noch dicker wird, kannst du auch nicht mehr nach Hause fahren. Dann schläfst du bei. Hör jetzt endlich auf zu entscheiden, wer bei wem schläft und verschwinde. Gibst du mir keinen guten Nachtkuss, Gelo? Nacht. Gute Nacht. Dann schläft er bei Papi auf dem Dachboden, wollte ich sagen. Also verschwinde jetzt, ja? Hm, ja, gute Nacht. Nacht, Opaschen. Nacht. Na! Warum essen wir heute eigentlich nicht? Warten wir auf irgendetwas? Zahlreichen Verehrer hupt bereits nach dir. Ja, ich hab's gehört. Tschüss! Geh dort! Geh dort! Bin ja fertig, Mami! Ich kann da, Mami. Komm, komm, beeil dich, du kommst zu spät zur Schule. Aber Mami, ich hab da ein Tempo in diesem Bauer. Rose, du kannst mit uns fahren. Wir haben noch Platz im Auto. Danke, nicht nötig. Tschüss. Tschüss. Hallo, Rosi. Morgen. Morgen. War das nicht dein Pech mit dem Nebel gestern? Ja. Du hast hoffentlich nicht auf mich gewartet. Gott bewahre, nein. Wäre ja auch töricht gewesen. Morgen. Bei so einem Nebel. Ja, bei so einem Wetter jagt man ja nicht mal einen Hund auf die Straße. Geschweige denn morgen. Vielleicht klappt's nächsten Sonntag. Ach so, ja, vielleicht. Wenn du für besseres Wetter sorgst. Ich werde mir Mühe geben. Bob. Ja? Ich war so enttäuscht, dass du gestern nicht gekommen bist. Was ist das? Ein Briefbeschwerer. Was machst du damit? Ansehen. Lass es mich auch mal in die Hand nehmen. Wetten, dass du es jemanden verrätst? Bestimmt nicht. Du wirst jemand davon erzählen. Und dann nehmen sie es mir weg. Ich tue es bestimmt nicht. Ich mach dich tot, wenn du es tust. Na, was hast du wieder angestellt? Gar nichts. Dafür hast du aber ziemlich lange gebraucht. Wofür? Gar nichts zu tun. Heb die Tasche auf. Ich bin in der Schule gewesen. Ich meine, was du danach getan hast. Dann bin ich nach Hause gegangen. Musst aber sehr langsam gegangen sein. Hab was am Bein. Gelot, hast du mit Willi gesprochen? Gelot, ich möchte wissen, ob du mit Willi gesprochen hast. Nicht direkt gesprochen. Also was dann direkt?
Er sagte guten Tag Gilad und ich sagte guten Tag Willi. Und dann? Geh noch, lass den Roller, ich möchte wissen, was dann geschah. Dann bin ich nach Hause gegangen. Direkt nach Hause? Beinahe. Gilad. Ja, Mami. Gilad, du sollst nicht mit Willi reden. Damit ist es mir sehr ernst. Aber warum denn nicht, Mami? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, es ist nicht gut. Nur weil er nicht alle Tassen im Schrank hat? So etwas sagt man nicht. Aber ja, ich glaube deshalb, du musst es mir versprechen. Was denn versprechen, Mami? Dich nicht mehr mit Willi zu treffen. Na gut, Mami, ich verspreche es dir. Große Jahre, Erlord. Wir essen gleich, beeil dich. Die Lehrerin sagt immer, gut Ding hat gut Weil, ein Pups ist kein Pfeil. Du sollst solche Worte nicht in den Mund nehmen. Die Lehrerin sagt es ja auch immer. Er hat sich wieder mit Willi getroffen. Aber er hat mir versprechen müssen, es nicht mehr zu tun. Hast du es schriftlich? Wenn er es versprochen hat, dann kann man ihm vertrauen. Dieser Willi ist sicher ganz harmlos. Ich weiß es nicht. Immer wenn ich ihn sehe, bekomme ich eine Gänsehaut. Ja, also? Bleibt's bei Sonntag? Ach so. Ach ja, richtig. Also ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau. Bitte, ich mach's doch möglich, Bob. Na schön, ich werde es versuchen. So gegen 8. Auf Wiedersehen, Doktor. Kannst du nicht schon zum Tee kommen? Weißt du, da ist es noch hell und du würdest es auch leichter finden. Also gut, bis zum Tee. Ja, Wiedersehen. Bis dann, Wiedersehen. Langsam, Mädchen, langsam. Überschlag dich nicht. Guten Abend, Bob. Schön, dass du da bist. Entschuldige bitte, wir haben schon mit dem Essen angefangen. Ja, ich habe mich verspätet, deswegen habe ich auch keine Blumen. Oh, auch deinen Hut. So, komm rein. Papa, das ist Bob. Ich meine, Herr Roberts. Wir haben Sie gar nicht mehr erwartet. Wollten Sie nicht schon zum Tee kommen? Tut mir leid, ich hab's nicht geschafft. Ja, rück mal ein bisschen zusammen, holt einen Stuhl. Ja. Das ist meine Schwester Marigold, mein Sohn Jocelyn, May, meine Schwiegertochter, ja. Becky, Rose, Schwester und dieser junge Mann heißt Peter. Er hat auch einen Nachnamen, aber ich kann mir nicht merken. Dann setzen Sie sich. Danke. Bitteschön. Ja. Ja, was meinst du? Müsste Rosi nicht neben dem Herrn... Nächstes Mal. Ja. Möchten Sie ein Stück oder zwei, hm? Wenn Sie schon fragen, zwei. Bitte schön. Möchtest du Kartoffeln? Ja, danke. Entschuldigung. Gaylord, warum bist du nicht im Bett? Ich wollte mir nur Tante Roses Liebhaber ansehen. Ach, du lieber Gott. Herr Roberts ist nicht Tante Roses Liebhaber, ist ein Bekannter von ihr. Sind Sie nicht Tante Roses Liebhaber? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Guten Tag. So, jetzt geh aber ins Bett, Gaylord, aber schnell. Na! Warum essen Sie nicht? Schmeckt es Ihnen nicht bei uns? Ich habe kein Besteck. Oh, entschuldige bitte, Bob. Ich. Was haben Sie eigentlich für einen Beruf, Herr Roberts? Ich bin Lehrer. Guten Tag. Mein Vater hält nicht viel von Lehrern. Ich finde Lehrer einen herrlichen Beruf. Danke sehr. Zumindest braucht man sich in dem Beruf nicht zu überanstrengen. Und hat ein Vierteljahr Ferien. Papa, du bist wieder mal ausgesprochen unhöflich. So, bin ich das? Bringst du den Wein? Ja, aber gern. Bin schon dabei. Kommen Sie, junger Mann. Setzen Sie sich zu mir. Ich habe nichts gegen Sie. Nur gegen Ihren Beruf. Oh, danke. Beruhigen.
Ja, Sie rauchen wahrscheinlich Zigaretten. Wofür halten Sie mich? Ich bin kein Selbstmörder, Zigarren ist schön. Na, endlich mal ein vernünftiger junger Mann. Ah, Rosi. Wer möchte was zu trinken? Weißt du, was Gelaut sich zum Geburtstag wünscht? Nein, was denn? Einen Briefbeschwerer. Einen was? Einen Briefbeschwerer. Du lieber Himmel, wozu denn? Das weiß ich nicht. Du kennst ihn ja. Von mir aus soll er seinen Briefbeschwerer haben. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Gaylord. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch, mein Zuckerbübchen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wie groß er geworden ist. Bald bist du so groß wie Onkel Ben. Kann ich jetzt? Ja, du kannst. Ist ja schließlich dein Geburtstag. Hier, das Große ist von mir. Und das Bunte hier ist von Onkel Ben. Na, pack doch mal aus. Und lass den Jungen mal allein. Ja, ganz richtig. Komm, wir gehen frühstücken. Los, 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 los. Was hat er denn? Ich weiß nicht. Sieh doch mal nach. Ich bitte das Brot. Was ist denn los, zum Teufel? Was hast du denn? Zuerst fragt er, was man zum Geburtstag kann, und dann bekommt man was ganz anderes. Wieso? Was fehlt denn? Da war kein Briefbeschwerer dabei. Natürlich war einer dabei. Ich habe ihn noch selber eingepackt. Ich habe aber nichts gesehen. Und was ist der Hirsch? Keine Ahnung. Der Hirsch ist ein Briefbeschwerer. Nein, das ist ein Hirsch. Ja, natürlich ist es ein Hirsch. Aber du hast gesagt, das ist ein Briefbeschwerer. Das ist ein Briefbeschwerer in Gestalt eines Hirsches. Ein Hirsch ist ein Hirsch? Ja, ja, aber dieser Hirsch ist ein Briefbeschwerer. Was soll ich damit anfangen? Deine Briefe beschweren? Ich habe ja gar keine Briefe. Also komm jetzt runter, frühstücken. Ich will lieber oben bleiben. Sei nicht albern. Ist doch dein Geburtstag. Ich will gar keinen Geburtstag haben. Immer an meinem Geburtstag kommt Tante Bea und Onkel Ben. Tante Bea will ihn immer küssen. Und das magst du nicht? Nein, nicht so nasse Küsse. Also, komm jetzt. Och, Bob, ich hab mich doch so auf dich gefreut. Warum geht's denn nicht? Wie? Ach, das macht doch nichts. Du kannst du deinen Freund mitbringen. Nein, das stört überhaupt nicht. Nein. Also, ihr kommt, ja? Nicht vielleicht, bestimmt. Gut. Also dann, bis später. Ja, ich freue mich auf dich, Bob. Hm? Wiedersehen. Was hast du denn geschenkt bekommen? Nicht viel, einen Hirsch. Einen Hirsch? Was ist denn das? Eine Art Pferd mit Zweigen auf dem Kopf.
Wo ist es? Wo hast du es versteckt? Ich doch nicht, Willi, ich war es nicht. Glaub mir doch, Willi, es muss jemand anders gewesen sein. Hier bist du. Warum spielst du nicht mit deinen Geschenken? Oh, geh laut. Was hast du denn? Ist das, weil dir der Briefbeschwerer nicht gefällt? Hm? Ja, wenn du mir es nicht sagen willst. Du hast ja ganz schmutzige Schuhe. Wo warst du denn? Wo ich war? Ja, wo du warst. Ich war in Hof. Gelot, bist du ganz sicher, dass du mir nichts zu sagen hast? Na schön. Zieh dir andere Schuhe an und komm runter. Wir essen dann bald. Das ist für Herrn... Wie heißen Sie eigentlich? Greppi, Stan Greppi. Aber bitte sagen Sie doch einfach Stan zu mir. Dankeschön. Oh, das ist aber viel zu viel. Wieso? Haben Sie eine kranke Galle? Nein, aber ich meine, Sie haben doch gar nicht mit mir gerechnet. Hm? Ja, das hätten Sie sich früher überlegen müssen. An Vaters Scherze müssen Sie sich gewöhnen. Er meint es nicht so. Ich denke, wir fangen an, es wird ja nur kalt. Guten Appetit. Danke. Warum ist eigentlich Abdullah nicht in seinem Stall? Weil er hier auf der Schüssel liegt. Das hätte ich wohl nicht sagen sollen. Ja, es wäre nur zu spät. Tut mir leid. Ob er jetzt wohl schon im Himmel ist? Tiere kommen nicht in den Himmel, mein Zuckerbübchen. Wo kommen sie denn dann hin? Hier hinein ist mein Zuckerbübchen. So einen guten Geburtstagsbraten habe ich als Kind nicht bekommen. Ja, man sieht dir heute noch an, dass du Hunger gelitten hast. Warum essen wir eigentlich kein Menschenfleisch? Wenn wir nicht so viele Schafe und Kühe hätten, würden wir das vielleicht tun. Das ist immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Leute, die Menschenfleisch probiert haben, sagen, es sei nicht sehr schmackhaft. Reichlich fade und zäh. Wahrscheinlich hängt es vom Kochen ab. Wenn man es liebevoll zubereitet, dann... Bitte, hör auf. Ich wette, die Finger sind verdammt knorblig. Es kommt drauf an, wie viel Fleisch dran ist. Jocelyn, du verdirbst mir den Appetit. Als gehacktes wird es vielleicht gehen. Da könnte man die knorbligen Teile auch mitessen. Was könnte man? Die knorbligen Teile auch mitessen. Meines ist ganz zart. Also, Gelot, was möchtest du spielen? Du kannst wählen. Ein Schreibspiel, Gelot, das ist so lustig. Er soll bestimmen, er hat Geburtstag. Also, Gelot. Verstecken im Dunkeln. Oh ja, das ist ein feines Spiel. Ja, nein, 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 da mache ich nicht mit. Was macht sie nicht mit? Im Dunkeln. Im Dunkeln? Ich zähle bis 20. Nein, wir spielen, der Briefträger kommt. Das habe ich so lange nicht gespielt. Ist das das mit dem Küssen vor der Tür? Ja, das ist es. Ich brauche Papier, ich muss die Nummern aufschreiben. Wie viel sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Armes Geburtstagskind, aber du weißt ja, das Lügere gibt nach. Ich mache den Anfang, okay? Welche Nummer? 7.
Nummer 7. 7? Wer hat 7? Ja, ich 7. Hier. Der junge Mann hat gemogelt. Ich habe gemogelt, ihretwegen. Welche Nummer befehlen, der Herr? Ja, Nummer 4, bitte. Nummer 4? Ja. Entschuldige, dass ich dich begaudert habe. Ich konnte einfach nicht widerstehen bei dieser süßen Person. Das kann ich verstehen. Du stehst auf dem Kurs, das steht dir zu. Ich kann nur verzichten. Welche Nummer soll ich dir schicken? Ist egal, irgendeine. Nummer 3. Wer hat Nummer 3? Ich. Na geh schon. Draußen ist dein Mann, der dich küssen will. Ich glaube, sie fürchtet sich. Ja. Oh, schon. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir müssen uns ja nicht unbedingt an die Spielregeln halten. Ja. Ich möchte ja nicht ungalant sein, aber ich finde auch, wir sind... Ich finde, ich bin wirklich zu alt für solche Spiele. Also, wenn Sie gestatten. Armer Herr Grebby, Sie werden diesen schrecklichen Sonntag sicher nicht so bald vergessen. Nein, im Gegenteil. Ich möchte Ihnen herzlich danken für all Ihre Freundlichkeit. Ich finde, Sie sind ein großartiger Mensch. Das war das schönste Kompliment, das man mir jemals gemacht hat. Ja. Das ist aber die Wahrheit. Fräulein. Was ist denn, Herr Grebby? Dürfte ich Sie nicht vielleicht doch küssen, Fräulein Rose? Dich bestimmt, mein armes Lämmchen. Nummer 9. Nummer 9, bitte. Ja, ich. Ah. Ja. Na, mein Zuckerbübchen. Komm. Nein, nein. Ich lasse ihn. Du bist ja frech. Du bist ja unverschämt. Was fällt dir denn? Also, Wiedersehen. Hm? Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Auf Wiedersehen. 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 Bitte schön. Kriege ich keinen Kuss? Nein, Sie haben mir schon einen. Sie sind aber geizig. Sparsam. Kommen Sie bald wieder. Darauf können Sie sich verlassen. Wiedersehen. Wiedersehen. So, Kinder, es wird Zeit. Wiedersehen, Rosi. Wiedersehen. Vielen Dank. Hm? Bis morgen dann. Hm? Kommst du es denn? Ja. Ach ja, ich hab mich noch gar nicht bedankt. Es war ein wunderschöner Tag. Freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie wieder mal in unserer Gegend sind, dann müssen Sie unbedingt herkommen. Ja, bestimmt. Ich freue mich sehr, dass ich Sie kennengelernt habe. Ich meine, Sie und Ihre ganze Familie. Wiedersehen. Wiedersehen. Kommst du? Ja, komm mit. La 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 la
Ach, Winnie. Na, du kleines, dreckiges Schwein, warum hast du Willis Ding geklaut? Hab ich ja gar nicht. Das bringst du wieder zurück. In einer Woche liegt's wieder da, wo es gelegen hat, sonst... Was sonst? Ich mach dich fertig. Sag ich meinen Vater. Den mache ich auch fertig. Komm. Entschuldige, Bob, aber der Zug fährt nicht. Warum denn nicht? Irgendwo ist ein Damm weggerutscht. Ich war auch schon im Hotel, aber da ist alles besetzt. Ja, aber du kannst doch nicht bei mir bleiben. Ich weiß, ich dachte nur, vielleicht... Ja, komm jetzt mal rein. Ja. Zieh das nasse Zeug aus, ich mach dir einen Tee. Ja. Hübsch aus, heute. Wirklich? Ich glaube, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Du musst hier bleiben heute Nacht. Ich schlafe hier auf dem Sofa und überlasse dir mein Bett. Nein, das kann ich nicht annehmen. Wirklich nicht. Ich tu dir schon nichts. Ich weiß, aber ich kann es trotzdem nicht. Ich mag das helle Licht nicht. Du etwa? Gemütlich? Ja. Sieht besonders reizend aus. Ist die Musik? Entschuldige. Hallo, Bob. Ist meine Schwester bei Ihnen? Becky, ich habe eine Überraschung. Gehen Sie rein. Habe ich es mir doch gedacht. Die Bahn geht nicht und wo könnte sie untergekrochen sein? Komm, zieh dich an. Peter ist unten. Er fährt uns nach Hause. Kirsch. Ah. Oder möchtest du vielleicht lieber hier bleiben? Aber nein, ich komme ja schon. Oh, ich möchte das junge Glück nicht stören. Kommen Sie auf die Idee. So albern, Becky. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Schau. Gelot hat Masern. Was? Die ohne Flecken. Ohne Flecken? Was heißt das? Das heißt, dass er nicht in die Schule will, weil er vor irgendetwas Angst hat. Aber ich habe nicht herausbekommen können, wovor. Ja, muss ja selber sehen, dass er mit fertig wird. Naja, ich könnte ihn ja ins Dorf begleiten. Vielleicht erfahre ich dann irgendwas. Ich sage einfach, dass ich mir was besorgen muss. Ja, tu das, Jocelyn. Komm, beeil dich. Du musst in die Schule. Ich habe noch Zeit.
ist zu dumm. Ich habe keinen Tabak mehr. Wärst du vielleicht so gütig, mir zu erlauben, dich ins Dorf zu begleiten? Oh, nein! Ich muss nur noch mal aufs Klo. Das heißt Toilette. Hallo? Wo willst du denn schon hin? Ich muss schnell ins Dorf Tabak holen. Ich habe noch eine volle Packung, die kann ich dir geben. Schon gut, danke. Warum zieht denn Jocelyn seinen Mantel an? Er will sich Tabak kaufen. Meiner ist ihm nicht gut genug. Du willst uns verlassen, Jocelyn? Nein, nein, ich gehe nur schnell Tabak holen. Verlässt du uns? Beeil dich, Gaylord! Leg wohl, Jocelyn. Lass es dir gut gehen. Mein Gott, ihr tut alles so, als ob ich nach Amerika auswandern wollte. Ich gehe nur ins Dorf Tabak holen. Du solltest auch ein 200 Kassine mitbringen. Nein, ich brauche ihn jetzt. Mein Gott, ich wollte doch nur behilflich sein. Ach, komm endlich. Morgen was von mir. Du kriegst es nicht. Du hast gesagt, ich hab's gestohlen. Ich verkauf's überhaupt nicht. Ja. Was machst du denn? Ich hol mir was. Was denn? Ist doch gar nicht dein Platz. Das hier. Gehört dir das denn? Nein. Warum hast du es denn dann genommen? Leg es wieder hinein, ja? Fräulein Marston. Guten Tag. Ich bin Gaylords Lehrerin. Sehr erfreut. Ich bin herausgekommen, um mit Gaylords Eltern zu reden. Tut mir leid, die sind in der Stadt. Kommen erst abends wieder. Wie dumm. Könnten Sie vielleicht mit mir? Nein. Nein, ich müsste mit den Eltern selbst sprechen. Opa, Fräulein Marston hat mich beim Stehlen erwischt. Kommen Sie bitte herein, Frau Marston. Danke. Stimmt das, was Gaylord da gesagt hat? Ja. Ich kam überraschend in die Schulklasse zurück und da sah ich, wie er aus David Snows Schultasche einen Gegenstand herausnahm. Ja, sicher nur ein dummer Jugendstreich. Das glaube ich nicht. Was war denn das für ein Ding? Ein Briefbeschwerer. Eine von diesen bunten Glaskugeln. Haben Sie schon der Schulleitung gemeldet? Ich hätte es tun müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass es für diese Geschichte eine Erklärung gibt. Irgendetwas. Und deshalb wollte ich zuerst mit den Eltern sprechen. Nett von Ihnen. Sehr nett. Ich wünschte, Sie könnten es tun. Gaylord ist kein Junge, der stiehlt. Kann man jemals voraussehen, wie sich ein Mensch unter gewissen Umständen verhält? Nein.
Aber ich kann nicht glauben, dass er ein Dieb ist. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Sie unterhalten? Oder willst du über diesen verflixten Briefbeschwerer sprechen? Wer den Briefbeschwerer? Komme ich jetzt ins Gefängnis? Nein, du kommst nicht ins Gefängnis. Mach dir keine Hoffnung. Und jetzt will ich über die ganze Sache nicht mehr mit dir sprechen. Das geht deine Eltern an. In einen so ernsten Fall will ich mich nicht einmischen. Das wäre unkorrekt. Ich verstehe, Großvater. Guten Nacht, ihr beiden. Gute Nacht. Gute Nacht, Papa. Ich schlafe nicht. Also, Gaylord, dann pack mal gleich aus. Warum hast du den Briefbeschwerer geklaut? Er gehört Willi. Also doch Willi. Und wie ist er zu dir gekommen? Er ist Willi gestohlen worden und da dachte er, ich war's, aber ich war's nicht. Und Bert hat gesagt, er macht mich fertig. Ja, aber dann hast du ihn doch gestohlen. Ja, aber bei David Snow, ich habe ihm gesagt, er soll ihn mir verkaufen, aber er wollte nicht, da habe ich mir eben genommen, damit Bert mich nicht fertig macht. Gaylord, du hast mir doch versprochen, dich nicht mehr mit Willi zu treffen. Aber es war doch nur das eine Mal. Moment mal, Moment. Was heißt das? Bert will dich fertig machen. Er will mich abmopsen mit seinem Messer, das mir hier hingehalten. Gaylord, bist du ganz sicher, dass du dir das nicht alles ausgedacht hast? Mami hat's getan. Hierher. Ja, also, wir glauben dir, Gaylord. Ich werde der Lehrerin einen Brief schreiben. Fahr ich jetzt mit einem Polizeiauto in die Schule? Das glaube ich nicht. Die Leute werden sagen, wozu hat der Junge einen Vater? Der kann ihn doch beschützen. Ich will auch fertig machen, Papi. So? Na ja, dann. Dann schlaf mal schön. Wir sind ja zwei. Eben. Gute Nacht. Wacht. Eine Gemeinheit. Ein ausgewachsener Kerl geht mit einem Messer auf so einen kleinen Jungen los. Oh, Juslin, er hätte ihn töten können. Oh, wenn ich daran denke, was der Arme alles mitgemacht hat. Und wir haben ihm nicht geholfen. Du musst sofort zu Willis Mutter gehen. Guten Tag. Mein Name ist... Ich weiß, wer Sie sind, Herr Pentecost. Ich habe schon Sachen von Ihnen im Radio gehört. Ja, wirklich? Denken Sie sich das alles selber aus, was Sie da schreiben? Ja, natürlich. Tja, Sie müssen ja allerhand erlebt haben. Frau Fogerty, Sie haben einen Sohn, Bert. Ja, da sitzt er. Mein kleiner Sohn sagt, dass Bert ihn mit einem Messer bedroht hat.
Hey, Bert! Hast du Herrn Pentecost so mit einem Messer bedroht? Antworte! Nein. Na also, Sie haben es gehört. Aber mein Sohn sagt, dass er es getan hat. Und natürlich glaube ich meinem Sohn. Und ich meinem. Ihr Sohn hat Gaylord beschuldigt, Willi einen Briefbeschwerer gestohlen zu haben. Dann hat er ihm ein Messer an die Kehle gesetzt und gesagt, er werde zustoßen, wenn er ihn nicht zurückgäbe. Na schön, dann steht ihm Aussage gegen Aussage. Ihr Sohn kann ja ebenso lügen wie meiner, stimmt's? Das könnte er, aber er tut's nicht. Meiner auch nicht. Der war in einer Besserungsanstalt. Fragen Sie doch Willi. Wo ist Willi? Der war dabei. Ach du meine Güte, Willi. Der versteht ja gar nicht, was Sie von ihm wollen. Herr Pentecost, haben Sie nichts Besseres zu tun, als eine arme Witwe zu belästigen, die drei große Jungens durchbringen muss und noch einen Schwachkopf dazu? Hast du Bert fertig gemacht? Ja. Ja, so ziemlich. Gaylord? Gaylord, du musst mir etwas versprechen. Was Schweres? Nein, nein. Nein, es ist ganz leicht. Komm jetzt. Du darfst nicht mehr alleine auf die Straße. Verstehst du? Und in die Schule? Da werde ich dich begleiten. Oder Mami oder sonst jemand. Also, versprochen. Versprochen. Groß ist ja eine Ernte. Für dein Alter. Es ist doch erst 7 Uhr morgens am Sonntag. Ich will noch schlafen. Oh. Au! Komm nicht da! Na, warte! Oh, ah. Oh, na, warte du, dich kriege ich noch. So, jetzt habe ich dich. Ah. Ah. Sie hat gesungen. Gesungen? Ich wusste gar nicht, dass Rosi singen kann. Sie kann ja auch nicht. Nee, ich werde heute zum Essen nicht da sein. Bob holt mich ab, wir wollen irgendwo picknicken. Das freut mich, Rosi. Ich fürchtete schon, ihr werdet auseinander. Aber nein, wie kommst du denn da raus? Man wird schon ganz schön braun in der Sonne.
Sind diese Dinge etwa für einen Mann bestimmt? Ja, das sind sie. Aber Schätzchen, von solchen Häppchen stopft sich ein Mann drei auf einmal in den Mund. Und er fragt, ob es nicht endlich was zu essen gibt. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Bitte, ich wollte ja nur behilflich sein. Lass das liegen, das ist nicht für dich bestimmt. Ich hab aber Hunger. Das kann nicht gut sein. Du hast eben erst gefrühstückt. Ja, groß sind die Dinger, aber nicht gerade. Kein Mensch hat dich nach deiner Meinung gefragt. Aber hör auf, uns auf die Nerven zu gehen. Bei dem schönen Wetter spielst du besser draußen, hm? Das ist gar kein schönes Wetter. Alles nur voll dicke Wolken. Es wird bestimmt bald ein Gewitter kommen. Du gehst aber nicht auf die Straße, hörst du? Ja, Picknick im Gewitter, ich weiß nicht, ob Bob das liebt. Wenn du ausgewählst, solltest du dir lieber einen Regenmantel und ein paar Gummistiefel anziehen. Wird gleich losgehen. Dann würde ich kaum so hübsch aussehen. Aber vernünftiger. Ein Mädchen, das vernünftig aussieht, ist das Letzte, was ein Mann sich wünscht. Warum zum Teufel verschwindest du nicht endlich, wenn du sowieso fortwählst? Ich gehe ja schon. Ich wette, Becky hat sich so schön gemacht, weil sie sich mit ihrem Bob trifft. Bobs ist Roses Freund. Und nicht Beckys. So? Hat Rosi einen Freund? Da kommt ein Auto. Um dein hübsches Kleid gewesen. Sieht entzückend darin aus. Findest du? Das kann eine ganze Weile dauern. Hoffentlich langweilst du dich nicht. Kommt ganz drauf an, wie wir uns die Zeit vertreiben. Gaylord! Wo kommst du denn her? Von oben. Das Gewitter hat uns überrascht, da haben wir uns hier untergestellt. Willst du gehen? Ja. Ich werde Tante Rose Bescheid sagen, dass ihr hier seid. Das ist nicht nötig. Hier, kauf dir einen Bonbon. Danke, Herr Robert. Oder zwei. Tante Rose, mein Liebhaber, ist nichts passiert. Er liegt mit Tante Beck in Heu. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass es ihm gut geht, weil du vielleicht denkst, dass ihn der Blitz getroffen hat. Mich hat schon beinahe erwischt. Mich hat schon mächtig in meinen Arm gekribbelt. Oh, was sagt er zu dem Sauwetter? Wo ist er? Der Schütze. Wer schon? Bob natürlich. Woher soll ich denn das wissen? Ist er noch nicht hier? Nein, das ist er nicht. Und soll ich dir sagen, warum? Weil du ihm aufgelauert hast. Oh, das ist doch Unsinn. Ich habe ihn nicht mal zu Gesicht bekommen. Das ist der Gipfel der Gemeinheit. Du hast dir bisher jeden Mann geangelt, der sich hier sehen ließ. Nur ein einziger hat sich jemals für mich interessiert. Und den hast du dir jetzt auch noch geschnappt. Aber Rosi. Guten Tag. Es tut mir leid, Rosi, dass ich nicht verstehe. Du gemeiner Lügner! Rosi! Erklär auf! Komm, geh dann zu.
neu herumknutschen. Na bitte, bitte, du bist erwachsen, du musst ja wissen, was du tust. Aber hier alles durcheinander bringen, das geht so weit. Wir haben uns nicht herumgeknutscht, wie du das nennst. Er hat mich geküsst und das hat ihm Spaß gemacht und mir auch. Und Rose hat es wohl auch Spaß gemacht. Halt du dich raus! Du Teufel werde ich tun. Ich finde, Becky hat sich gegen Rose ganz abscheulich benommen. Komm, komm, sei ruhig. Es wäre nichts passiert, wenn Gaylord nicht gequatscht hätte. Ach, jetzt ist wohl Gaylord an allem schuld. Ja, hat Gaylord diesen Herrn Roberts verführt oder du? Ich habe ihn nicht verführt, das hatte ich nicht nötig. Du armes Unschuldslamm. Du reagierst doch auf jeden Mann wie Benzin auf ein brennendes Streichholz. Halt aber endlich den Mund. Nicht diesen Ton gegen meine Frau, ja? Also wenn ihr meine Meinung hören wollt, je eher Becky unter die Haube kommt, desto besser. Warte, ich muss nicht, du hast einen guten Einfall gehabt. Becky, was ist mit dem jungen Mann, den ich immer besuche? Wann wird er dich endlich heiraten? Stellt euch vor, ich habe ihn noch nicht danach gefragt. Dann wird es höchste Zeit, dass es jemand tut. Und wenn du es nicht tust, tue ich es. Was fällt dir ein? Willst du ihn mit vorgehaltener Pistole zwingen, mich zu heiraten? Wenn es sein muss, mit einer Kanone. Das war eine schöne Unterhaltung. Endlich habt ihr mal alle deutlich gesprochen. Ja, ich warte schon auf Sie. Sie? Ja, ich komme Sie, bevor man Sie sieht. Danke. Bin ich richtig informiert, dass Sie meine Tochter Becky heiraten wollen? Ja. Oder nein. Das heißt, besser ja. Also ja. Eigentlich nein. Denn ich weiß, Herr Pentecost, dass ich diesen Anspruch gar nicht stellen kann. Denn ich bin ja noch gar nicht in der Lage, eine Frau zu ernähren. Aber ein lieber junger Mann, in welcher Zeit leben Sie eigentlich? Muss ich Ihnen sagen, dass heutzutage ein Mann seine Frau nicht mehr ernährt? Ja, ich weiß, Herr Pentecost, Sie haben vollkommen recht, so ist es heute. Aber Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, dass ich Becky an mich binden würde. Bitte, solange ich nicht weiß, dass ich... Darf ich fragen, wovon leben Sie heute? Von dem, was ich verdiene. Und wovon lebt Becky? Von dem, was Becky verdient. Nein, das verjuckt Sie. Sie lebt von dem, was ich ihr gebe. Und wollen Sie mir nur erklären, was dagegen steht, dass ich es ihr weitergebe, wenn sie verheiratet ist? Ja, sie meinen, Sie würden... Also wollen Sie sie heiraten oder nicht? Ja, wenn das so ist, Herr Pentecost, natürlich. Warum zum Teufel tun Sie es doch nicht, Henry? Ja, Sie meinen also, Sie geben Ihre Zustimmung? Und meinen Segen dazu, mein lieber, lieber Junge. Die Haare werde ich dir auch abgewöhnen. Na sowas? Das hätte ich nie von Ihnen geglaubt. Ich auch nicht. Aber nun ist es passiert. Juhu! Lang. Ja. Gefällt's euch? Wunderschön. Ah. Beeil dich, andere müssen auch mal. Bleib doch hier weg, wir müssen weg. Immer mit der Ruhe, ohne uns können sie nicht anfangen. Okay. Und wenn sie kein Glück haben, junger Mann, da hat sich Gaylord niedergelassen. Was denn immer noch? Gaylord, komm endlich raus. Gleich, Mami. Lass mal, ich gehe nach oben. Was ist? Nervös? Noch keine Angst, bald ist alles vorüber. Was geht los denn? Weil immer noch, der ist wohl eingeschlafen. Gaylord, komm endlich raus! Ich habe mir noch ein Taschentuch geholt, falls du mir die Tränen kommen. Ja, warum denn? Wegen deiner verlorenen Freiheit, oder? Nein, vor Rührung. Du, meine Lippen sind ganz blass, ob ich mir noch ein bisschen rot auflege. Lass das, die Pfarrer mögen keine geschminkten Bräute. Meinst du, Liebling? Jetzt kann es losgehen, jetzt bin ich fertig. Da sind wir aber alle sehr froh. Kinder, macht euch fertig. Wir müssen langsam gehen. Na, komm. Steht euch auf, ich mache ein Foto. Ja, bleibt ruhig stehen, sonst verwackelt's ja. Wo ist Tante Merkel?
eine hübsche Braut. Ja, das war sie. Warum haben wir eigentlich von Rosi keine Hochzeitsbilder? Rosi? Rosi hat doch noch gar nicht geheiratet. Nein. Nein. Ja, warum ist sie denn nicht mehr bei uns? Rosi ist mit Jocelyn und May an die See gefahren. Sind doch Schulferien. Hab ich das gewusst? Natürlich. Manchmal habe ich den Eindruck, mein Gedächtnis ist gar nicht mehr so gut wie früher. Sei froh. Es gibt wenig, das man nicht am besten vergisst. Das wissen. Den Herrn, den Freund von Tante Rosens Liebhaber, der zu meinem Geburtstag da war. Du meinst Herrn Greppi? Ja, er sitzt unten am Strand. Bist du ganz sicher? Soll ich dich hin? Nein, nein, du bleibst hier. Tante Rosi will jetzt schon alleine hin. Aber ich wollte so mitgehen. In 3 Tagen muss ich wieder hin. Oh, schade. Zu schade. Ja. Viel Zeit haben wir also nicht füreinander. Mhm. Ich wünschte, ich hätte Sie gleich am ersten Tag getroffen. Ach, wo wohnen Sie denn? Gleich da oben neben der kleinen Kirche, bei sehr netten Leuten. Tante Rose, Tante Rose, habe ich nicht recht gehabt, Tante Rose? Ja. Tag, mein Junge. Tag. Soll ich Ihnen mal meine Höhle zeigen? Hm, auch weißt du heute lieber nicht. Und morgen? Herr Greppi und ich wissen noch nicht, was wir morgen machen. Vielleicht ein Picknick auf dem Leuchtturm. Mami wird uns sicher ein paar schöne Brote streichen. Weißt du was? Geh doch ins Geschäft und kauf dir eine Tafel Schokolade, ja? Ja, mir stimmt schon zu. Versuch's doch wenigstens. Na gut, wenn du meinst. Bei dem Tempo ist er bestimmt in 10 Minuten wieder hier. Ach, Stan, ich freue mich so, Sie wiederzusehen. Ich mich auch. Guten Abend. Guten Abend. Wo warst du denn? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mehr weggehen, oder? Tante Rose hat mir Geld gegeben für Schokolade, aber der Laden ist schon zu. So. Da habe ich gedacht, vielleicht hast du welche. So, hast du gedacht? Na, werden wir mal sehen. Hups. Danke. Hey, wo bist du hin? Zu Tante Rose und Herrn Greppi was abgeben. Das wirst du nicht. Aber sie warten doch auf mich. Das glaub ich. Also, Gelot, jetzt gehst du ins Haus. Du kannst ruhig auch mal drinnen spielen. Na los, jetzt bald. Also, so ein Kind kann einem wirklich manchmal den Nerv töten. Ich frage mich, wie das Leute aushalten, die mehr von der Sorte haben. Das wirst du bald wissen. Wieso? Was? Ja, es ist wieder soweit. Ich bekomme ein Kind. Aber nicht noch einen Gelot. Oh, nee. Ich flehe dich an. Fabriziere diesmal ein süßes, sanftes, schüchternes, scheues kleines Mädchen. Es kann ruhig auch ein bisschen dumm sein. Na? Was
Scheint ja tatsächlich dieser Herr Grebby gewesen zu sein. Ja. Ist das nicht fantastisch? Ich finde ihn sehr nett, diesen Stan. Also wenn du mich fragst, mir ist er lieber als dieser andere Knabe. Freut mich, dass du ihn magst, Jocelyn. Hier ist es ganz ruhig. Hierher kommt kein Mensch. Schön, wenn wir nicht so weit auseinander wohnen würden. Ja, das wäre schön. Du wirst mir sehr fehlen, Rosa. Wirklich? Mhm. Stan? Ja? Warum können wir nicht an derselben Schule angestellt sein? Ja, das habe ich heute Nacht auch gedacht. Weißt du, ich konnte gar nicht schlafen. Und heute Morgen bin ich dann gleich zur Post gegangen und habe meinen Freund abtelegrafiert. Warum denn? Weil ich wenigstens die Ferien über mit dir zusammen sein möchte. Ich wollte mal was fragen. Nicht jetzt. Du hast versprochen, bis zum Frühstück ruhig zu sein. Aber ich möchte auch nur was fragen. Also schön. Aber ganz kurz. Wann kommt der andere Gelord? Der was? Na, du hast doch gesagt zu Mami, oh nein, nicht noch ein Gelord. Du hast also wieder mal gelauscht. Hab ich nicht, aber du hast so geschrien. Na schön. Also Mami bekommt ein Baby. Wo kriegt ihr eigentlich die Babys her? Ja. Wir, also pass mal auf. Die kommen aus dem Leib der Mutter. Papi, bist du aber komisch. Ich bin überhaupt nicht komisch, es ist die Wahrheit. Ein Baby wächst 9 Monate lang im Leib der Mutter. Wird es größer und größer und dann wird es geboren und beginnt sein eigenes Leben. Schau mal her, das ist wie bei einer Muschel. Das war wohl nichts. Ich geh mal Tante Rose wecken. Die ist schon längst weg. Papi, das ist gemein. Ich wollte Herrn Grebby heute noch meine Hütte zeigen. Na, aber erst nach dem Frühstück. Da, komm her. Komm, jetzt gehen wir. Hände waschen. Hände waschen. Okay. Kleider aus. Dass ich euch beide noch erwischt habe. Oh ja, wir spielen Kapitän und ihr seid meine Matrosen. Abfahrt! Jocelyn hat ein Telegramm bekommen. Tante Merigold ist gestorben. Wann fahren wir? Ich möchte die Fähre um 3 Uhr noch erreichen. Vater wird uns brauchen. Stan hat seinem Freund abgesagt, mit dem er zelten wollte. Rosi, bleib einfach hier. Wir werden es Vater schon erklären. Nein, nee, das geht ja nicht. Nur so im ersten Moment. Aber ich muss noch ins Dorf. Ich muss ihm ja wenigstens Bescheid sagen. Das kann ja ich tun. Nein. Gelord, das Gelord. Macht schon Tante Rosi selber. Bring mir lieber dein Spielzeug. Ich mach das schon für dich. Mach dich fertig. Wir treffen uns dann an der Fähre. Bring nur schnell den Wagen weg. Mami, wo bekommst du eigentlich die Babys her? Ich denke, Papi hat dir das erklärt. Papi sagt, die wachsen den Damen aus dem Leib. Ja, da hat er vollkommen recht. Das ist bei den Menschen genauso wie bei den Tieren. Du meinst, du wirfst Junge?
Also so würde ich es nicht ausdrücken, aber so ähnlich ist das schon. Ist Rosi noch nicht da? Nein, ich weiß auch nicht, wo sie bleibt. Mami, Mami, komm noch mal! Ja, was ist denn? Guck doch! Was denn? Siehst du nicht, der Briefbeschwerer? Wartet ihr schon auf mich? Nein, nein, es ist noch Zeit. Ich habe ihn nicht gefunden. Seine Wirtin sagt, er ist essen gegangen. Ich habe ihn überall gesucht, aber... Rosi, Rosi, du solltest hier bleiben. Ich werde es Vater schon erklären. Nein, nein, ich komme mit. Ich habe ihm ja alles hinterlassen. Er weiß schon, wo er mich finden wird, wenn er es wirklich will. Tut mir leid, dass ihr zurückkommen musstet. Aber Papa. Na, hör mal. Tag, Opaschen. Schau mal, Opa, was ich da habe. Sehr schön. Was soll ich damit? Das ist ein Briefbeschwerer, wie du ihn verloren hast. Den du gestohlen hast? Hab ich nicht, aber ich habe den anderen mitgebracht, damit du nicht länger traurig bist. Den will ich nicht. Der ist ganz anders, als meiner war. Dann gib ihn mir wieder. Lass mich! Los, komm her! Komm still! Los, sprich mir nach! Du sollst mir nachsprechen! Mein Vater ist ein verdammtes Schwein! Los, sag! Mein Vater ist ein verdammtes Schwein! Los! Stan? Ja, ich hab gedacht, du bist schon zu Hause. Ich hab noch einen Umweg gemacht. Ich wollte nur sagen, wie leid mir das mit deiner Tante tut. Ach, komm doch rein. Oh nein, ihr habt sicher das ganze Haus voller Menschen, hm? Ja, das stimmt. Weißt du was, ich wollte sowieso gerade ein bisschen Luft schnappen. Willst du mich nicht begleiten? Ja, aber lange darf ich mich nicht aufhalten. Auch nur eine halbe Stunde. Bitte, Stan. Fahrt ihr nächstes Jahr wieder an die See? Nächstes Jahr? Sieh mal da. Was denn? Da. Rose, bleib da! Das ist dein Neffe. Oh, mein Gott, hol einen Krankenwagen. Los, schnell! Ja! Schnell! Du sollst doch nicht sprechen. Der Doktor sagt, wenn das von einem Chinesen ist, dann bekomme ich jetzt Schlitzaugen.
Ja, Glück gehabt. Wenn der Abend nicht rechtzeitig abgebunden worden wäre, haben Sie die Polizei verständigt. Ja, das hat mein Vater getan. Schreibst du mir mal? Ja, weißt du, Russ, ich würde mir doch ganz gerne ein Zimmer im Dorf nehmen für diese Nacht. Ich möchte auch gerne wissen, was mit Gaylord geworden ist. Jocelyn! Was ist denn? Ist alles in Ordnung. Nee, ist in der Klinik geblieben. Stan. Das ist freundlich. Stan, also wenn Sie nicht gewesen wären. Ach, das ist reiner Zufall. Erste Hilfe ist mein Hobby. Das ist kein Zufall. Das musste so sein, dass du gerade da warst. Stan, wenn ich ein Königreich besäße, ich würde es Ihnen schenken. Oder die Hand meiner Tochter, wenn ich eine hätte. Naja, vielleicht, ich meine, da Sie keine Tochter haben, vielleicht könnten Sie mir die Hand Ihrer Schwester geben. Stan! Woher hast du denn den Mut gehabt, das zu sagen? Das weiß ich auch nicht. Ich wollte es eigentlich schon längst tun, aber ist immer was dazwischen gekommen. Du, Gaylord muss in die Schule. Weiß ich noch. Gaylord! Bist du fertig, Mami? Bist du da, Mami? Komm, wenn du dich nicht beeilst, kommst du zu spät in die Schule. Oh Mann, ich hab doch ein Tempo